Vielen Dank, Herr Kloppenburg. Gibt es Fragen an Herrn Kloppenburg? Das ist er. Ja, das war Jörg Kloppenburg. Jetzt habe ich Carlo Kronenberg bei mir. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kronenberg. Auch an Sie nochmal die Chance, sich vorzustellen. Aus welchem Wahlkreis sind Sie? Hochsauerlandkreis, Wahlkreis 147. Und das ist auch meine Heimat. Ich bin im Sauerland aufgewachsen. Wir haben da ein Ferienhäuschen im östlichen Teil, kurz vor Winterberg. Und zwischen der Heimat in Mischede und dem Ferienhäuschen fahre ich gerne mit dem Rad hin und her. Eine schöne Ecke, war ich auch schon oft. Frage an Sie, was sind denn Ihre politischen Ziele, Ihre politischen Themen? Ich möchte die Interessen des Mittelstands vertreten in Berlin, im Deutschen Bundestag. Wir haben im Sauerland viele kleine und mittelständische Betriebe, Handwerksbetriebe, die sehr erfolgreich unterwegs sind, aber deren Stimme in Berlin zurzeit nicht mehr gehört wird. Carlo Kronenberg, auch an Sie die Frage, wie wird Deutschland wieder wirtschaftlich erfolgreich? Wir sind wirtschaftlich erfolgreich, aber es gibt dunkle Wolken am Horizont. Die Wahlen in England und auch in den USA lassen befürchten, dass wir in eine Zeit kommen, wo Renationalisierung, Abschottung, Protektionismus wieder in Mode kommen. Das wäre fatal für die deutsche Wirtschaft. Wir brauchen offene Märkte, wir sind stark im Export, wir sind stark auf den Weltmärkten und dafür brauchen wir die entsprechende Politik, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in der EU und am besten auch in der ganzen Welt. Warum FDP wählen? Die FDP ist die Partei, die sich um die Mitte der Bevölkerung kümmert. Nicht um die Ränder, sondern um die Mitte, um den Mittelstand, um die Bürger, die zurzeit übermäßig belastet werden bei den Steuern. Die Bürger, die ordentliche Schulen wieder haben wollen, die wieder ordentliche Straßen haben wollen, die nicht einverstanden sind, dass der Polizei die Autos weggenommen werden und am Ende die innere Sicherheit noch in Gefahr gerät. Meine Damen und Herren, Carlo Kronenberg, Bundestagskandidat. Schön, dass Sie heute bei uns waren, hier im Livestream der Freien Demokraten live.